Mit dem Juni ist endlich der Monat gekommen, auf den alle Freunde des Angelns gewartet haben. Wie in den vorherigen Teilen der Animal Crossing Serie beginnt mit den Sommermonaten auch die Saison der Riesenfische. Da große Fische oft auch mehr wert sind, könnt ihr so auch schneller viel Geld machen. So könnt ihr ab nun auch endlich die lang ersehnten Haie fangen, welche ein Muss in der Serie geworden sind. Welche Fische es neu gibt, wo und wann ihr sie findet, was sie wert sind und hilfreiche Tipps erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Zum Anfang noch ein allgemeiner Tipp. Mit Ködern könnt ihr einzelne Fischarten viel effektiver fangen, wenn ihr ihren Lebensraum und vor allem die Uhrzeit kennt, zu denen sie aktiv sind. Kennt ihr außerdem ihre Schattengröße, könnt ihr unerwünschte Fische auch schneller kennen und einfach neue Köder werfen, bis ihr die richtige Fischgröße anlockt. Bevor wir aber zu den Haien kommen, gucken wir uns die neuen Süßwasserfische an, welche ihr ebenfalls ab Juni ans Land ziehen dürft. Alle der neuen Exemplare sind bis mindestens August und teilweise auch bis Oktober auf eurer Insel zu finden, weshalb ihr also genug Zeit habt, euch die Wasserbewohner zu angeln. Der Tilapia und der Piranha werden euch nun bestimmt am häufigsten begegnen. Diese Fische sind neu, bringen euch aber deutlich weniger Sternis als die restlichen auf dieser Liste. Um eure Fauna per Die zu vervollständigen, solltet ihr aber auch mindestens ein Exemplar von ihnen fangen. Somit rückt die Goldangel wieder einen Fisch näher. Wollt ihr mehr zu Goldwerkzeugen wissen, schaut euch gerne unser Video dazu an. Das war's zum Glück aber auch schon mit den eher langweiligen Süßwasserfischen. Deutlich mehr lohnt sich da bereits der große Flösselhecht. Ihr findet ihn in euren Teichen zwischen 21 und 4 Uhr. Da er bis September auf eurer Insel zu finden ist, werdet ihr hier einige Sternis verdienen. Ein Flösselhecht bringt euch im Laden nämlich immerhin 4000 Sternis und ist somit doch wesentlich besser als ein Barsch oder Seebarsch. Aber seien wir ehrlich, das ist nicht schwer. Es wird immer wertvoller. Den Schlangenkopf könnt ihr mit seinem sehr großen Schatten bis August zwischen 9 und 16 Uhr ebenfalls im Teich finden. Schlepp und Nepp kaufen ihn euch für 5500 Sternis ab und... naja, was auch immer die beiden mit den ganzen Fischen machen, geht uns und auch euch nichts an. Außer natürlich, ihr bemerkt plötzlich einen Gestank, der aus dem Laden der beiden kommt. Schnell weg! Ebenfalls ein neuer Hecht im Juni ist der Knochenhecht. Auch ihn findet ihr bis September im Teich. Zwei Dinge unterscheiden ihn aber außer der Art noch vom Flösselhecht. Die Größe und sein Wert. Der Knochenhecht ist regelrecht riesig und begeistert auch Schlepp und Nepp, die euch mit großzügigen 6000 Sternis belohnen. Er ist außerdem zwischen 16 und 9 Uhr aktiv. Für die wirklich teuren Süßwasserfische solltet ihr aber euren Blick auf die Flüsse eurer Insel richten. Der große Arowana ist hier zwischen 16 Uhr und 4 Uhr anzutreffen. Im Laden erhaltet ihr für einen Verkauf unglaubliche 10.000 Sternis. Wie viele andere Fische findet ihr ihn von nun an bis September auf eurer Insel. Ebenfalls 10.000 Sternis wert und im Fluss zu Hause ist ein sehr bekanntes Gesicht aus New Leaf. Der Arapaima dürfte schon so manchen Spieler mit seiner Größe entzückt haben. Auch in New Horizons hat er einen sehr großen Schatten. Er ist zwischen 9 und 16 Uhr aktiv und leistet euch noch bis September Gesellschaft. Wir beenden die Liste der neuen Süßwasserfische mit einem echten König, dem Lachsalmler. Dieser Fisch ist nicht nur wegen seiner Farbe wortwörtlich Gold wert. Im Laden erhaltet ihr für den Fang unglaubliche 15.000 Sternis. Ihr erkennt ihn an seinem sehr großen Schatten im Fluss von 4 bis 21 Uhr. Außerdem ist er auch bis zum September auffindbar. Kommen wir jetzt zu den Fischen, auf die ihr alle gewartet habt. Den Haien! Ab Juni könnt ihr alle Haiarten im Spiel finden und natürlich auch endlich fangen. Übrigens gibt es im Meer auch die Nasenmoräne neu im Juni zu finden, welche ihr an ihrem schmalen Schatten erkennt. Ihr könnt sie aber eigentlich ignorieren, außer Tom Nook hat euch mal wieder so unverschämt abgezogen, dass ihr auf 600 Sternis angewiesen seid. Mehr gibt es für die Moräne nämlich nicht. Haltet stattdessen nach den riesigen Schatten mit Rückenflosse im Meer Ausschau. Insgesamt gibt es nämlich 4 Haiarten, die ab nun nur darauf warten, von euch gefangen zu werden. Doch es gibt noch einen 5. Fisch mit dem gleichen Schatten. Der Schiffshalter, ein gemeiner Freund des Seebarschs, dessen einziges Ziel es ist, all eure Erwartungen zu untertreffen. Noch dazu ist er den ganzen Tag aktiv, sodass ihr keine Ruhe vor ihm finden werdet.
Zwar bringt er euch immerhin 1500 Sternis, aber wenn ihr erwartet, dass euer Controller explodiert, weil ihr vermeintlich einen Hai fangt, ist euer Frust mehr als berechtigt. Die meisten Haie findet ihr zwischen 16 und 9 Uhr, also eher nachts. Es gibt den Hammerhai, welcher euch 8000 Sternis bringt, den Sägehai, welcher euch mit 12.000 Sternis belohnt, den riesigen Walhai, für den ihr im Laden 13.000 bekommt und natürlich auch noch den gewöhnlichen Hai, der euch um ganze 15.000 Sternis bereichert. Eine Ausnahme bei der Tageszeit bildet der Walhai, da er ganztägig aktiv ist. Seht ihr also außerhalb der Zeitspanne von 16 bis 9 Uhr einen Schatten mit Rückenflosse, ist es entweder ein Walhai oder aber ein nerviger Schiffshalter. Wie ein Walhai in eure Tasche passt, solltet ihr euch aber auch nicht fragen. Es geht ihm da super und er hat die tollste Zeit seines Lebens. Sowohl die Schiffshalter als auch alle Haie sind bis September aktiv. Natürlich sind auch noch viele weitere Fische der vorherigen Monate weiter anzutreffen, welche ebenfalls gutes Geld bringen. Deshalb findet ihr noch einmal eine Liste aller Fische im Spiel in der Videobeschreibung. Doch hier noch ein paar Tipps zu den Haien. Lauft die Strände am besten von unten nach oben ab, so bemerkt ihr Haie wesentlich früher und verscheucht sie nicht versehentlich. Außerdem könnt ihr die Augen schließen, wenn es euch schwerfällt, im richtigen Moment herauszuziehen. Fische beißen bis zu 5-mal an. Diese Regel gilt auch für Haie. Mit Meilentickets könnt ihr außerdem noch die Haiinsel finden. Sie sieht wie gezeigt aus. Ein kleiner Berg am Eingang, ein leerer Fluss und eine kleine rechteckige Insel in der Mitte. Ignoriert diese und begebt euch zum Strand. Hier findet ihr nur Haie. Leert eure Taschen, hier solltet ihr wirklich jeden Hai mitnehmen. Zurück auf eurer Insel solltet ihr daran denken, nicht zu gierig zu werden. Euer erstes Exemplar der Fische solltet ihr an Eugen spenden, nur falls ihr wirklich Pech habt und kein weiteres ergattert. Außerdem freut sich der alte Kauz über alles, was nicht krabbeln kann. Wenn ihr ein vollständiges Museum sehen wollt, schaut euch auch gerne unsere Tour dazu an. Wenn ihr Geduld habt, könnt ihr außerdem die Fische aufheben, statt sie direkt im Laden zu verkaufen. Wartet ihr dann auf den Otter Lomius, welchen ihr hin und wieder auf eurer Insel findet, könnt ihr bei ihm stattdessen euren Fisch verkaufen. Zwar müsst ihr hierfür erst einen Eignungstest bestehen, aber es lohnt sich. Lomius zahlt euch nämlich 50% auf den Preis im Laden obendrauf. Das heißt, für einen Hai- oder Lachssammler gibt es satte 22.500 Sternis. Übrigens könnt ihr bei ihm auch Modelle der Fische anfertigen lassen, solange ihr mindestens 3 von einer Art dabei habt. Das war's auch schon. Was ist euer Lieblingsfisch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Bei Fragen könnt ihr uns auch bei Instagram oder Discord anschreiben, beide Links findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn euch unsere Videos gefallen, lasst uns doch gerne auch ein Like und ein Abo da, um unseren Kanal in nur wenigen Sekunden zu unterstützen. Wir wünschen frohes Angeln, Schiffshalter hassen, viel Geld durch die Fische und natürlich ein schönes Inselleben.